modernste Technologien live erleben, Services rund um die Schiene kennenlernen, spannende Vorträge, Austausch mit Fachleuten aus Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Straßenbahn, U-Bahn und Stadtbahnbetrieben. Das und vieles mehr gab es auf dem Fachtag 2023 bei Foslo in Hamburg. Der Rückenwind für den Schienenverkehr ist heute so groß wie lange nicht. Die Menschen fahren Bahn und wollen mehr Bahn fahren. Die brauchen also eine Infrastruktur, die verlässlich ist. Die lässt sich nicht mehr beliebig ausbauen. Das wissen wir alle, wie schwierig es ist. Das heißt, das, was da ist an Infrastruktur, muss so effizient wie möglich instand gehalten werden. Wir sind gerne, und dafür ist diese Veranstaltung auch da, Ihr Sparringspartner. Was können wir machen, um Ihnen zu helfen? Nicht nur mit den Lösungen, die wir heute haben, sondern die wir vielleicht auch gemeinsam morgen entwickeln wollen und können. Und am Ende mit einem strahlenden Lächeln, sei das strahlende Lächeln die perfekte Schiene und Weiche, die 100% verfügbar ist, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreichen. In den Vorträgen gaben die Fachleute von Foslo tiefe Einblicke in ihre Entwicklungsarbeit. So entstehen immer wieder neue Technologien, neue Verfahren und neue Produkte. Immer mit dem Ziel, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur so wirtschaftlich wie möglich zu machen. Es ist sehr interessant, sich hier mit Kollegen aus Europa und der ganzen Welt auszutauschen, zum Beispiel über das präventive Schleifen und das Fräsen. Ich kann mir vorstellen, diese Technologien auch im französischen Netz einzusetzen. Bei Führungen durch die Produktion konnten die Gäste erleben, wie hier in Hamburg Maschinen wie der HSG City oder die Fräse VTM Kompakt hergestellt werden. Bereits am Abend zuvor stand ein Besuch im Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt an. Auch hier auf der rund 8000 Quadratmeter großen Modellbahnanlage verrichten Foslo-Maschinen im Maßstab 1:87 zuverlässig ihren Dienst. Technik in Originalgröße gab es im Praxisteil auf dem Gelände des Hamburger Schweißwerkes von Foslo zu bestaunen. Hier zeigt das Team der VTM Kompakt perfekte Fräsarbeit. Auch der Schleifzug HSG 2 ist dabei und natürlich der HSG City, der vor allem bei Straßenbahnbetrieben beliebt ist. Beide Maschinen jetzt mit smarten Messsystemen an Bord. Schienenfehler finden mit dem Sonic Rail Explorer. Zustandsanalysen und Instandhaltungsplanung mit MR Pro und Maple. Weichenbearbeitung mit Flexis. Transport vormontierter Weichen mit den Weichentransportwagen von Foslo. Auch ein Blick in das Schweißwerk, wo unter anderem Langschienen vorkonfektioniert werden, darf natürlich nicht fehlen. Ich habe heute viel gelernt über die Technologien, die die Europäer einsetzen. Damit können wir auch unsere Infrastruktur besser schützen. Wie funktionieren diese Fräsvorgänge? Wie werden Isolierstöße oder Übergangsstöße eingebaut? Einen Blick hinter die Technologien zu riskieren, das war sehr interessant und informativ gewesen. Unsere Weichen auf der HSL Süd werden durch das Flexis-Team von Foslo geschliffen. Und wir haben hier heute erfahren, dass Foslo eine Flexis-Maschine mit Batteriebetrieb entwickelt. Das wäre eine gute Lösung, um emissionsfrei zu arbeiten. So wurde beim Fachtag 2023 einmal mehr deutlich, jede Eisenbahn ist nur so gut wie ihre Infrastruktur. Foslo bietet Lösungen und Technologien rund um die Schiene. Für einen sicheren, komfortablen und wirtschaftlichen Bahnbetrieb. Weltweit.